Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja, wir reden heute Abend über ein versiegeltes Buch, das geöffnet wird in der Offenbarung. Und das heißt, dass wir so jetzt in den Mittelpunkt der Offenbarung uns befinden. Und dieser Mittelpunkt ist sehr, sehr wichtig. Denn hier fängt es an mit dem großen Kampf. Also wer sind die großen Gegner im Mittelpunkt der Geschichte, am Ende, der große Klimax des Kampfes zwischen Christus und Satan? Und die Spieler, die hier tätig sind, die werden hier identifiziert. Und die Gegner gegen Christus, die kommen aus dem Abgrund, die haben eine Höllenlehre. Und die, die für Christus sind, die werden verglichen mit einer Frau mit weißen Kleidern. Und sie kommt nicht aus dem Abgrund, sondern sie steht auf dem Mond. Also ein interessantes Bild. In den heutigen Abend sprechen wir über Christus und seine Braut. Und morgen Abend reden wir über die Endmacht zur Verfügung Satans. Also die beiden Rollenspieler werden heute und morgen identifiziert. Natürlich an einem Abend, um das einfach nur so zu sagen, ist nicht eine einfache Sache. Und man würde sagen, man braucht viel mehr Beweise, als was heute Abend gebracht wird. Und das kommt. Es kommen viel, viel mehr Beweise. Aber dafür muss man dann zu den nächsten Vorträgen kommen. Also heute Abend geht es hauptsächlich um Offenbarung Kapitel 10. Morgen Abend geht es hauptsächlich um Offenbarung Kapitel 11. Zwei sehr, sehr wichtige Kapitel, denn die Rollenspieler werden da identifiziert. Und dann, weil das so eine großartige Sache ist, kann man es nicht einfach da lassen und müssen ein paar Ausbreitungen kommen. Und dann kommen ein paar sehr gewichtigte Vorträge, sehr erschütternde Vorträge, wo wir diese Dinge erklären, so wie es hinter den Kulissen passiert ist oder wie es passiert hinter den Kulissen. Also heute Abend, das versiegelte Buch wird geöffnet und was bringt es uns? In den letzten Abenden haben wir gesehen, wie in diesem ersten Teil Offenbarung wir geschichtlich, zeitlich, historisch betrachten, wie die Gemeinde Gottes aussieht und wie das Evangelium aussieht in verschiedenen Zeitaltern. Wie es angegriffen wird, wie es abgeändert wird, wie es kompromiert wird. Und dann endgültig muss die Wahrheit wieder in Fülle hergestellt werden, damit die Menschheit eine Wahl hat zwischen dem, was von Gott ist und dem, was nicht von Gott ist. Und natürlich, der Angriff gegen die Wahrheit ist enorm, auf jeder einzelnen Ebene. Auf der Ebene der Wissenschaft, auf der Ebene des Körpers und der Gesundheit, auf der Ebene der Theologie, der Angriff ist von allen Seiten. Und es scheint fast unmöglich, um dagegen zu stehen. Und er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgen um sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Daniel 8, 14. Das war die Prophezeiung, über die wir so ein bisschen geredet haben am ersten Abend und worüber da ein voller Vortrag ist, über Christus, der Messias, wo diese Prophezeiung völlig behandelt wird. Und wir wollen gerne wissen, was das heißt, dieses Heiligtum wird wieder geweiht. Wir haben gesehen, dass William Miller ein Studium hiervon gemacht hatte. In Daniel 8, Vers 17 lesen wir etwas ganz Interessantes.
Und er trat nahe zu mir, ich erschrak aber, da er kam und fiel auf mein Angesicht. Er aber sprach zu mir, merke auf, du Menschenkind, denn dies Gesicht hört in die Zeit des Endes. Also diese Prophezeiung der 2300 Abende und Morgende, Evening, Morning, Abend, Morgen, sind Tage, ist ein Ausdruck für Tage, der hat Bezug auf die Zeit des Endes und hat nicht Bezug auf die Zeit Daniels. Der erste Teil der Prophetie hatte zu tun mit der Zeit Daniels und danach der Juden, und das wurde ihm genau erklärt. Aber mit Bezug auf die 2300 Abende und Morgen, das Ende davon, hat er diese Erklärung. Dieses Gesicht hört in die Zeit des Endes. Dieses Gesicht von Abend und Morgen, das du gesagt hast, das ist wahr, aber du sollst das Gesicht heimlich halten. Versiegeln, ein verschlossenes Gesicht, denn es ist noch eine lange Zeit dahin. Also dieser Teil hatte nichts mit Daniels Zeit zu tun und es war nicht notwendig, dass Daniel all die Einzelheiten erkennen sollte, denn es hat zu tun mit der Endzeit. Das ist, was hier geschrieben wird. Und wir können jetzt die Bibel studieren, vom Anfang bis zum Ende. Das ist das einzigste Gesicht, das versiegelt oder verschlossen ist. Hier ist ein versiegeltes Buch. Und es soll bekannt werden, wann nach diesem Text? Endzeit. Es ist für die Endzeit. Gut, wann fängt denn die Endzeit an? Das wollten wir doch gerne wissen. Also wann, irgendwann? Wir müssen doch irgendeinen Maßstab haben. Jetzt wiederum braucht man ein Vorwissen, man muss wieder wissen, um was es geht in einer anderen Vision von Daniel, nämlich Daniel Kapitel 7, um das wieder zu verstehen. Daniel 12, Vers 1. Zur selben Zeit wird der große Fürst Michael, der ist, was Gott ist, das ist, was der Name heißt, der für die Kinder deines Volkes steht, sich aufmachen. Denn es wird eine solche trübselige Zeit sein, wie sie nicht gewesen ist, seitdem Leute gewesen sind, bis auf diese Zeit. Zur selben Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Also Gottes Volk am Ende wird gerettet werden. Jetzt wollen wir wissen, wann das ist. Daniel 12, Vers 4. Und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle die Schrift, bis auf die letzte Zeit, so werden viele darüber kommen und großen Verstand finden. Hier war also ein versiegeltes Gesicht und im Zusammenhang mit diesem Gesicht gibt es Trübsal und Probleme und es ist versiegelt und wir haben gesehen, es ist für die letzte Zeit. Dann wird es verständlich werden. Daniel 12, Vers 7 und 9, das ist eine Zeit, und zwei Zeiten und eine halbe Zeit wären soll, das sind die 3,5 prophetischen Jahre, die 1260 prophetischen Tage, die in diesen verschiedenen Arten wieder und wieder genannt werden, in Daniel und in Offenbarung, also eine wichtige Zeit. Und wenn die Zerstreuung des heiligen Volkes ein Ende hat, soll solches alles geschehen. Aha, gut, wann fängt diese Entsiegelung an? Irgendwann nach der Zerstreuung des heiligen Volkes durch die Macht, die regieren sollte, diese prophetischen 1260 Tage oder 3,5 prophetische Jahre, ein Tag für ein Jahr, das biblische Prinzip. Also können wir, wenn wir diese Vision studiert haben, dann hätten wir gesehen, das endet 1798. Also irgendwann rund um 1798 müssen da große Geschehen kommen. Und gestern Abend haben wir schon gesehen, dass da sogar Himmelszeichen waren. Es war ein großes Erdbeben, die Sonnenfinsternis haben wir studiert, die große unerklärliche Sonnenfinsternis, die es gab, die wissenschaftlich nicht erklärt werden kann.
und dann der Sternenregen, der sonderlich war wie noch kein anderer. Und das war genau rund um diese Zeit. Also dieses Buch sollte irgendwann verständlich werden nach 1798, nach dieser Zeitrechnung. Matthäus 24, 21, 22 steht geschrieben, denn es wird alsbald eine große Trübsal sein, wie nicht gewesen ist. Und wir wissen, dass im Mittelalter Gottes Volk zerstreut wurde. Erst wurden die Waldenser verfolgt, dann die Hugenotten verfolgt. Es gab Bartholomäusnächte, es gab einen 30-jährigen Krieg. Es war ein Tumult, die Hussiten wurden ausgerottet und es gab ein schlimmes Trübsal. Alsbald eine große Trübsal sein, wie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bisher, wie auch nicht werden wird. Und wo diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig. Aber um der Auserwählten willen werden die Tage gekürzt. Also diese Zeit würde beschränkt werden, damit sie nicht alles vernichtet. Und Gott würde für sein Volk sorgen. Aber darüber mehr in Offenbarung Kapitel 12. Hier ist ein Zitat aus History of the Rise of Rationalism. Und da steht geschrieben, dass Rom, die römische Kirche, mehr Blut vergossen hat als alle anderen Instituten, die je existiert haben, zusammen. Und das ist ein ziemlich schlimmes Zitat. Aber in den nächsten Vorträgen wird es vielleicht etwas deutlicher werden. Es ist unmöglich, um überhaupt sich vorzustellen, wie viele Menschen in diesem Trübsal umgekommen sind. Und ich glaube, kein Mensch weiß eigentlich heute, wie viele noch umkommen wegen diesem System. Aber darüber mehr in den nächsten Vorträgen. Da sind die Monumente, die für die Reformatoren aufgebaut wurden. Und wir haben gestern geredet über diese Sonnenfinsternis, die es gab. Markus 13, 24. Aber zu der Zeit, nach dieser Trübsal, nach diesen 1260 Jahren von Krieg und Mord und Totschlag, werden Sonne und Mond ihren Schein verlieren. Und wir haben gestern Abend gesehen in Offenbarung 6, hier steht genau das Gleiche. Als das sechste Siegel aufgetan wurde, kam das große Erdbeben, die Sonnenfinsternis und natürlich dieser Sternenregen. Und geschichtlich wissen wir, Mai 19, 17, 18 war die Sonnenfinsternis und aufgezeichnet in den verschiedenen historischen Werken und Zeitungen haben wir das genau beschrieben und auch die Wissenschaftler und die Regierungsdokumente zeigen auf, dass dieses eine Tatsache war. An dem Abend war der Mond rot wie Blut und danach kam der Sternenregen im November 13, 1833. Genau in dieser Zeitfülle zwischen 1798 und 1844, wo diese Entsiegelung stattfinden sollte. Also biblisch 100% erfüllt in unserer Welt. William Miller war derjenige, der zuerst diese Prophezeiung studierte und aufgrund dieser Prophezeiung sagte, dass das Heiligtum gereinigt wird 1844. Diese Prophezeiung ist so genau ausgearbeitet, denn der erste Teil, der für die Juden war, der auch verständlich war damals, definiert genau, wann der Messias kommen sollte. Und wie wir gestern Abend gesehen haben, da war ein rabbinischer Fluch auf irgendeinen, der diese Tage ausrechnen sollte, denn dann müsste man Jesus als Messias akzeptieren. Und weil das Judentum dann keine Existenz hat, weil sie den Messias dann nicht akzeptieren wollten, naja, dann wäre das ein Problem gewesen. Daher der rabbinische Fluch.
Aber der zweite Teil, der auf 1844 enden sollte, was heißt es, das Heiligtum soll gereinigt werden? William Miller hat gedacht, naja, was ist das Heiligtum? Vielleicht ist das Heiligtum diese Erde ist voll Sünde, das soll gereinigt werden, das kann nur passieren, wenn Christus wiederkommt und ein Ende macht und das Königreich Gottes anfängt. Also hat William Miller geglaubt, dass 1844 wieder eine Wiederkunft stattfinden. Natürlich, Daniel 8, und er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgende um sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Und die Bibel sagt genau, wann fängt man an zu rechnen, wenn das Wort rausgeht, dass Jerusalem wiederhergestellt werden muss. Artaxerxes hat diesen Dekret gegeben, 457 vor Christus, dann zählt man die 2300 Jahre dazu. Und wie die Engländer sagen, the proof of the pudding is in the eating. Der erste Teil, wie gesagt, die 70 Wochen Prophezeiung, haargenau auf den Messias. Sogar die Beschreibung seines Todes, was passieren würde, wenn er sterben würde, wann das Evangelium auch an die Heiden verbreitet werden müsste, alles genau haarfein beschrieben. Und dann leben wir in Zeit des Gerichts. Aber William Miller hat nicht das Heiligtum verbunden mit dem irdischen und himmlischen Heiligtum, nämlich den Dienst des hohen Priesters in diesem Heiligtum. Also er glaubte, alles endet da, aber er war offensichtlich verkehrt, denn wir sind ja noch hier. Also 1840, nachdem William Miller dies gepredigt hatte, gab es eine Gruppe, die sich Adventisten nannten. Adventist sieht oder erwartet die Wiederkunft Christi. Und diese Adventisten waren nicht eine Sondergruppe, die sich gegründet hatte, nein, sie entstand aus allen Glaubensgemeinschaften. Die ganze protestantische Welt gehörte zu dieser Gruppe. Und es waren Methodisten und Baptisten und was auch immer Isten, die alle dazugehörten und diese Erwartung hatten und Adventisten genannt wurden, weil sie die Wiederkunft erwarteten. Aber 1844 kam, 1844 ging und es gab keine Wiederkunft, nur eine große Enttäuschung. Naja, war das alles umsonst? Die Prophezeiung, wenn man sie studiert, haarfein, alles funktioniert, Messias passt genau rein, die Juden schreiben einen Fluch dagegen, dass man es nicht studieren soll, damit man das nicht erkennen soll. Interessant. Wenn Gott eine Kirche hat, wie kann ich sie finden? Wie muss ich wissen, wo sie ist? Es gibt so viele Glaubensgemeinschaften. Newsweek in 1994 schon sagte, es gibt eine Explosion. Tausende Gruppen gibt es heute und Sekten. Wie soll man da in diesem Chaos wissen, wo was ist? Wo ist Wahrheit? Wo ist da keine Wahrheit? Nach Time Magazine wachsen neue religiöse Gruppen explosionsartig. Jedes Jahr neue Gruppen, neue Gruppen. Und was soll man glauben? Wo soll man hin? Church Hunter. Was soll ich glauben in diesem Chaos? Hier ist ein Geschrift, das geschrieben wurde von einem Prediger, John Milner. Und er schreibt Religious Controversy, religiöse Kontroverse. Und er fragt eine interessante Frage, nämlich die Frage, da ist aber eine Frage, welche ist die wahre Kirche? Falls man diese Frage beantworten kann, kann man jeden religiösen Disput lösen. Interessant. Das ist, was er schreibt. Also, wie weiß ich, welche Gemeinschaft ist bibeltreu? Denn das ist doch der einzigste Maßstab, den wir haben. Eigentlich, wenn man sich's überlegt, es gibt so viele Bibelgemeinschaften und so viele Religionen, und wo ist der Maßstab? Also wenn ich zum Beispiel die Bibel studiere und ich studiere die Taufe zum Beispiel und ich schaue,
wie findet die Taufe statt? Biblisch. Wo in der Bibel lesen wir, dass Kinder getauft wurden? Sehen wir, Jesus ist unser Beispiel. Er wurde getauft als Erwachsener. Kinder wurden eingesegnet und, und. Und so kamen die Baptisten und sagten, ja, wir finden in der Bibel nichts von einer Kindertaufe. Da steht nichts drin. Also logisch müsste man dann es biblisch machen und sie haben dann die Erwachsenentaufe eingeführt. Und das ist Baptistenlehre. Gut. Und dann gibt es jetzt Pfingstler, die haben diese Erwachsenentaufe auch akzeptiert. Und einige Pfingstler, die taufen dann so. Sie sagen, gut, wir taufen dreimal. Im Namen des Vaters unter dem Wasser, im Namen des Sohnes unter dem Wasser und im Namen des Heiligen Geistes unter dem Wasser. Und dann sagen andere, nein, 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 das geht nicht, denn Gott ist sieben, seine Zahl ist sieben, also siebenmal unter das Wasser. Da muss man gut Luft haben, sonst hat man Probleme. Also geht man siebenmal unter das Wasser. Und dann kommen andere und sagen, aber die Bibel sagt, Jesus ist nur einmal unter das Wasser. Und wenn wir lesen, wie Paulus getauft hat, da steht nichts von, you know, mehrere Male unter dem Wasser, nur einmal unter dem Wasser. Also wer hat jetzt recht? Wer hat recht? Haben die Baptisten recht mit ihrer Art von Taufe? Haben die Pfingstler recht? Und einige, naja, die werden so oft untergetaucht, bis sie fast ohnmächtig werden. Das ist eine interessante Geschichte. Wie sollte man wissen, welche von denen es jetzt hat recht? Was würde man machen? Wo ist der Maßstab? Die Bibel. Die Bibel. Also wenn die Bibel sagt, so wird es gemacht, dann ist das der Maßstab. Und so kann man das doch eigentlich mit allen Lehren machen. Man kann doch die Lehren durchstudieren und man kann sich fragen, also ist das jetzt richtig, was hier gelehrt wird? Zum Beispiel, die Baptisten haben außer die Taufe, die scheint sehr biblisch zu sein, auch die Dispensationslehre, wo der Antichrist zum Beispiel irgendwann mal in der Zukunft kommt und nichts mit dem Christentum zu tun hat. Auch das Königreich ist in dieser Lehre nur für Nichtchristen und hat mit Christen überhaupt gar nichts zu tun. Wieso muss ich dann beten, dein Königreich komm? Für was, wenn es nichts mit mir zu tun hat? Hier sind allerhand Probleme. Also die Lehre da scheint nicht 100% biblisch zu sein. Und dann haben wir Calvinisten und die lehren die Auserwählung. Also eine Lehre, die calvinistische offizielle Lehre, heißt, der Mensch ist so gefallen, dass er nicht imstande ist zu wählen. Und darum wählt Gott für ihn. Und wenn Gott dich auserwählt für den Himmel, dann hat er unwiderstehliche Gnade und gehst du dann endgültig zum Himmel. Fertig. Und wenn er dich ausgewählt hat zur Verdämnis, dann gehst du leider zu dem anderen Platz, wo es recht heiß ist. Und dann musst du immer noch Gott ehren, das ist Lehre, denn durch den Unterschied wird Gott verehrt. Hallo, das macht mir keinen Sinn. Ich möchte nicht auserwählt werden für Verdämnis, und Gott ehren, weil ich durch mein Elend das Gute von den Erlösten so erhebe durch den Unterschied, dass die so herrlich da oben wohnen und ich muss backen. Das macht doch keinen Sinn, oder? Und dann sagt Joshua, auch das Buch Joshua sagt, wähle, wen ihr dienen wollt. Wenn Baal, dann Baal. Aber ich und mein Haus, wir dienen dem Herrn. Ist es nicht so? Ich falle keine Gruppen an heute Abend. Ich gebe nur Beispiele. Das hat nichts mit Gruppen oder Menschen oder Religionen zu tun. Ich sage nur, da sind so viele Glaubensrichtungen da draußen. Und wer hat recht und wer hat nicht recht? Logisch würde ich sagen, wenn alle sich einigen würden, auf was wirklich in der Bibel steht, wäre da doch kein Problem, ja oder nein? Dann sollte da doch kein Problem sein. Aber sie einigen sich nicht. Und darum sagen einige, ich gehe keinen Schritt weiter als Luther und ich nenne mich auch einen Lutheraner. Und die anderen sagen, ich gehe keinen Schritt weiter als Calvin,
ich bleibe ein Calvinist. Und wenn man so geht's weiter und weiter. Also die Offenbarung sagt uns, wer die übrigen sind. Wir können es da studieren. Und nicht nur Kenntnis der Offenbarung ist hier wichtig, sondern die ganze Bibel von Genesis bis zur Offenbarung. Alles. Was sagt Gott über die Schöpfung? Was sagt er über die Schöpfung? Wer hat die Welt geschaffen? Und wie lange hat es gedauert? Und gab es eine Sintflut? Was sagt die Bibel? Alle diese Dinge. Und was sagen die Kirchen? Die Kirchen sagen, nein, ist nicht passiert. Ist eine Mythe. Ganz offiziell, das ist doch ein Problem, ist es nicht? Darum haben wir diese Vorträge heute auch gehabt über Schöpfung und Evolution und so weiter. Jeremia 6, Vers 2, die Tochter Zion ist wie eine schöne und lustige Aue. Das ist eine so komische Übersetzung für mich, ich muss wirklich lachen, es tut mir leid. Aber eine lustige Aue, das ist altdeutsch, nehme ich an. Englisch sagt, I've likened the daughter of Zion to a comely and delicate woman. Das heißt, eine schöne, delikate Frau. Das hört sich irgendwie besser an als eine lustige Aue. Naja, es ist eben eine alte Übersetzung. Aber der Sinn ist da. Gott vergleicht seine Braut, seine Kinder mit einer schönen Frau, die mit Weiß gekleidet ist. Und Christus sagt, sie ist meine Braut. Und er ist der Bräutigam. Er kommt, um sie zu holen. Dass ich den Himmel pflanze und die Erde gründe und zu Zion spreche, du bist mein Volk. Also Zion ist wie eine hübsche, delikate Frau. Und hier in Jesaja 51 sehen wir, Zion ist das Volk Gottes. Also das Volk Gottes ist im Vergleich wie eine hübsche, delikate, reine Frau. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine reine Jungfrau Christus zuzuführen. 2 Korinther 11, 2. Also hier haben wir die Zusammenhänge, die reine Frau, die Braut Christi, die Gemeinde Gottes. In allen Zeiten, durch die Geschichte, hatte Gott immer treue Folger. Und die sind die Braut von allen Zeiten. Adam und Evas Zeit, unsere Zeit, immer hatte er eine Braut. Offenbarung 12, Vers 6 sagt, und das Weib, diese Frau, also es hat hier nicht zu tun mit einer einzelnen Frau, es hat zu tun mit dem Volk Gottes, denn darum geht's ja. Also dieses Volk Gottes floh in die Wüste, wo sie eine Stätte hat von Gott bereitet, damit man sie da selbst ernähre, 1260 Tage. Okay, ich stehe hier so komisch, ich muss immer raten, was da steht. Gut, 1260 Tage, das ist also dieses Trübsal, diese Trübsalperiode. So, derweil da eine Verfolgung war von denjenigen, die bibelfest waren, die gesagt haben, die Bibel und die Bibel alleine, sola scriptura, davor wurde man ja verfolgt, davor kam man ja vor die Inquisition und man wurde getötet. Also diese Frau, diese Braut Christi musste sich immer verstecken und Gott hat sie behütet, damit sie nicht vernichtet wird. Offenbarung 12, 13, dieses Weib floh in die Wüste, haben wir gesehen, wo eine Stätte bereitet wird und dann kommen diese 1260 Tage. Es wurden ihr zwei Flügel gegeben, des großen Adlers gegeben, interessantes Symbol, damit sie in die Wüste floge an ihre Stätte und hier für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit fern von dem Angesicht der Schlange. Das nennen wir hebräischen Parallelismus. Es wird einmal gesagt und dann wieder gesagt auf einer anderen Art und Weise. Also wir haben die Symbole des Weibes, der Wüste und eine Zeit, 1260 Tage, ein Weib,
eine Wüste und dann 3,5 Jahre, es ist die gleiche Periode. So erkennt man, dass die eine Periode an der anderen gleich ist. Und die Schlange, das ist Satan, schleuderte aus ihrem Maul dem Weibe Wasser nach. Was heißt das? Naja, dann schaut man wieder in der Bibel. Was heißt das Wasser? Das Wasser, das ihr saht, sind Völker und Nationen und Sprachen und so weiter. Also, diese Frau, dieses Volk Gottes wurde verfolgt, durch das die Nationen Gesetze machten, um sie zu vernichten, aufgrund einer Anfrage, die aus Rom kam. Also Rom hat gesagt, Waldenser weggeputzt, die Franzosen gingen rein und haben tüchtig geschlachtet aufgrund dessen. Oder Armeen gingen in die ganze Welt, um dieses Christentum zu befechten. Und da können wir Geschichten reden über Afrika, über Äthiopien, über alle Weltteile. Diese Frau steht im Krieg, ständig im Krieg. Und der Drache ergrimmt über das Weib und ging Krieg zu führen mit den übrigen ihres Samens. Aha, gut. 1260 bringt uns bis 1798 nach dieser Vision. Und nach dieser Zeit soll ein Buch entsiegelt werden und der große Kampf zwischen den Endzeitgruppen soll anfangen. Das ist, was die Bibel sagt. Und jetzt, nach diesen 1260 Tagen, also nach 1798, kommt ein weiterer Krieg zwischen dem Drachen, Satan, und diesen übrigen ihres Samens. Also aus dieser Reformationsgemeinde kommt hervor eine Gruppe der Übrigen. Und die haben bestimmte Eigenschaften. Diese Gruppe der Übrigen, welche die Gebote beobachten und das Zeugnis Jesu haben. Aha! Also wieder wird etwas hergestellt, was ein bisschen verloren ging. Und was ist das? Das Gesetz Gottes. Also die Gebote werden wieder wichtig, denn es scheint, als ob über die Jahre die Gebote nicht mehr so wichtig waren und der Mensch eher geneigt war, um zu sagen, Erlösung kommt durch Christus, ob ich gehorsam bin oder nicht. Aber Jesus sagt, wenn du mich liebst, hältst du meine Gebote. Und Jesus sagt, wenn du sagst, du liebst mich und du hältst nicht meine Gebote, bist du ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in dir. Also eindeutig, die Gebote Gottes werden gehalten durch diese Übrigen und das Zeugnis Jesu haben. Was ist das Zeugnis Jesu? Das Zeugnis Jesu ist die prophetische Wahrheit über alle Zeit, inklusive unsere Zeit. Also, wer sind die übrig gebliebenen? Das müsste doch eigentlich jetzt möglich sein, nach dem Wort Gottes, um das zu studieren. Das Wort übrig behandelt das Übrige aus dem gleichen Material als das Original. Also es muss aus dieser bibelfesten Sola Scriptura Gruppe hervorgehen. Also irgendwann kommt diese Gemeinschaft hervor nach 1798. Es ist interessant, dass dieses Weib floh in die Wüste. Eine Wüste hat viel Wasser, ja oder nein? Nein. Und Wasser steht für was? Für Völker und Nationen und Sprachen und was weiß ich. Also dieses Weib floh hauptsächlich zu Plätzen, wo da nicht viele Völker waren, wo da nicht Wasser war. Also zu den abgelegenen Plätzen der Erde. Wo hat der Protestantismus sich gefestigt, als er aus Europa wegfloh? Wo ist er hingegangen? Wo war der Hauptsitz des Protestantismus danach? Amerika. Ist logisch. In Südafrika auch. Da gab es die Hugenotten. In Australien auch ein paar. Aber der Hauptteil, der saß in Amerika. Und die haben eine Verfassung gemacht, dass da keine Religionsfrage
sein sollte und keine Verfolgung, wie sie es vorher gehabt hatten. Also logischerweise nach 1798 in diesen abgelegenen, nicht bevölkerten, durch viele Nationen Gegenden, wird diese Gruppe entstehen. Hier ist die Standhaftigkeit der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Offenbarung 14,12. Sie müssen beides haben. Sie müssen die Gebote halten, sie müssen christozentrisch sein. Jesus Christus ist das Alpha und das Omega, der Anfang, das Ende. Er ist alles in unserem Leben. Das muss ein ganz starker Punkt bei dieser Gemeinschaft sein. Und sie sind gehorsam. Sie halten die Gebote nicht in eigener Kraft, dass sie nicht denken, dass sie hochnäsig sind, sondern Christus zeigt ihnen, das ist der richtige Weg zu gehen. Offenbarung 22, 14 sagt dann auch, selig sind die, die ihre Kleider waschen, damit sie Macht erlangen über den Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen. Wow! Martin Luther hat das nicht geschrieben. Das steht aber in den neuen Übersetzungen. Und das bringt uns jetzt zu einem Problemchen. Was machen wir mit Texten, die plötzlich nicht mehr so sind, wie sie früher waren? Und das ist so ein großes Problem, dass es ein ganzer Vortrag für sich ist. Und der ist auf der Liste, der Krieg der Bibeln. Den müssen wir nicht verpassen. Denn ursprünglich sagt es, sie halten die Gebote. Sie halten die Gebote. Wenn man nur Kleider wäscht, dann braucht man den Gehorsam nicht, dann braucht man nur die Gerechtigkeit Christi. Aber man lehnt die Rechtfertigung man ab. Liebet ihr mich, so haltet ihr meine Gebote, Johannes 14, 15. Also die zwei Kennzeichen, Charakter von Gottes übrig gebliebenen Gemeinde ist, sie hält die Gebote Gottes und sie hat das Zeugnis Christi. Was ist das Zeugnis Christi? Und ich fiel nieder zu seinen Füßen, ihn anzubeten. Also Johannes redet zu seinem Engel, der ihm die Auslegung und das Gesicht zeigt. Und er will ihn anbeten. Aber er sprach zu mir, tu es nicht. Und ich fiel vor ihm zu seinen Füßen, um ihn anzubeten. Er sprach zu mir, siehe, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und deiner Brüder, die das Zeugnis Jesus haben, bete Gott an. Wir können nicht erst einen Engel anbeten, es darf nur Jesus Christus sein und Gott dürfen wir anbeten. Die das Zeugnis Jesu haben, bete Gott an. Das Zeugnis aber Jesu ist der Geist der Weissagung. Also diese Prophezeiung ist sehr wichtig und die prophetische Auslegung und die prophetische Gabe ist Teil der Übrigen. Das ist ein Vortrag für sich, das ist ein anderes Video darüber. Also Gottes letztes Gemeinde wird seine Gebote halten und das Geschenk der Weissagung haben. Wenn die Gemeinschaft es nicht hat, dann kann sie nicht zu diesen Übrigen gehören. Ganz logisch. So, als Jesus in den Himmel fuhr, um seine Kirche zu stabilisieren, da sagt die Bibel, und er hat etliche zu Aposteln gesetzt, etliche überprüft. Zu Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer, jeder hat eine Gabe. Epheser 4, Vers 11. Und die Bibel sagt auch, wie denn die Predigt von Christus in euch kräftig geworden ist, als dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet auf die Offenbarung unseres Herrn Jesu Christi. 1 Korinther 1, 6 bis 7. Also wenn wir diese Erwartung haben auf Christus, dann haben wir keinen Mangel an irgendeiner Gabe. Die frühe Kirche hatte alle Gaben. Hatten sie Propheten? Ja oder nein? Natürlich. Da waren etliche. Und wiederum am Ende, die prophetische Gabe wird wieder da sein. Also die Bibel sagt voraus, dass Gottes Kirche das Geschenk der Weissagung in den letzten Tagen bekommen wird. Denn der Herr tut nichts. Er offenbare denn sein Geheimnis den Propheten, seinen Knechten, Amos 3, Vers 7. Gut, also die Reformation, wie wir letztes Mal gesehen haben, haben die Autorität der Bibel wieder angehoben. Gehorsam zu Gott, Huss,
Erlösung durch Gnade, Luther, Freiheit des Gewissens, Calvin, Taufe durch Untertauchen, Williams, Herrschaft Jesu Christi, Wesley, Hoffnung auf die zweite Wiederkunft, Miller. Es ist also notwendig, dass alle diese Eigenschaften, alle diese Glaubenslehren müssen in dieser Endzeitgemeinde gegenwärtig sein. Das bringt uns jetzt zu diesem Kapitel Offenbarung 10. Und wir müssen den mal gut durchstudieren, um die eine Gruppe in der Endzeit zu identifizieren. Und ich sah einen anderen starken Engel vom Himmel herabkommen, der war mit einer Wolke bekleidet. Wolke in der Bibel, Engelschar. Es sind viele Paralleltexte, wir haben jetzt nicht die Zeit, um das auch zu studieren. Und einen Regenbogen auf seinem Haupt, also er hat das Symbol des Gelübnis, des Covenant, was ist das? Bundes, über sein Haupt und sein Antlitz wie die Sonne und Füße wie Feuersäulen. Also das ist ein Bild Christi. Und hier ist Christus und er hat in seiner Hand ein Büchlein aufgetan. So, hier hat er eine Schriftrolle und die ist jetzt aufgetan. Ich nehme an, dass sie vorher nicht aufgetan war. Da hörte ich eine Stimme vom Himmel sagen zu mir, versiegle, was die sieben Donner, die Stimme Gottes, geredet haben, schreibe es nicht. Also dieses Buch, das jetzt aufgetan wird, ist ein versiegeltes Buch. Jetzt, ist es irgendetwas oder ein besonderes Buch? Wie gesagt, wir haben studiert, die ganze Bibel durch und nur das Gesicht der 2300 Abende und Morgende ist definitiv versiegelt für wann? Für die Endzeit. Also wir sind hier in dieser Zeit, wo dieses Buch, was versiegelt war, jetzt verständlich werden sollte. Gut, also diese Prophezeiung der 2300 Abende und Morgende muss verständlich werden. Versiegle, was die sieben Donner geredet haben, schreibe es nicht. Und der Engel, den ich sah, stehen auf dem Meer und auf der Erde, Christus, hob seine Hand gen Himmel und schwur bei dem Lebendigen, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darin ist, und das Meer und was darin ist. Was ist denn das? Das ist der Siegel Gottes. Und wo finden wir den? In den 10 Geboten. Den finden wir im Sabbatsgebot. Da geht es nämlich um, gedenket den Sabbattag, dass ihr ihn heiligt, und dann 6 Tage sollst du arbeiten und all dein Werk verrichten. Der siebente Tag ist der Sabbat des Herrn. Und dann wird gesagt, wer ihn halten muss. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel geschaffen und was drin ist und die Erde und was drin ist und das Meer und was drin ist. Da ist der Siegel Gottes, seine Herrschaft, sein Gesetz, die Kraft seines Gesetzes, dass hinfort keine Zeit mehr sein soll. Welche Zeit soll nicht mehr sein? Weil wir leben heute noch, also muss es prophetische Zeit sein. Dieses Büchlein, das versiegelt war, prophetische Zeit endete da, danach kommen nur Beschreibungen der Geschehen und versiegelt. Und jetzt, die Zeit ist da. Es soll nicht mehr versiegelt sein. Offenbarung 10, 8 bis 11, gehe hin, nimm das offene Büchlein von der Hand des Engels, nimm es hin und verschlinge es. Es ist auf. Jetzt ist das natürlich ein Symbol für Verinnerlichen. Wie verinnerliche ich, was Gott geschrieben hat? Ich verstehe es. Und es wird dich im Bauch grimmen, aber in deinem Munde wird es süß sein wie Honig. Jetzt, was kommt zuerst? Der Mund oder der Bauch? Der Mund. Also wie wird es im Mund sein? Süß, ha, herrlich. Und dann im Bauch? Boah. Also erst süß, dann grimmig. Was hat das zu heißen? Ich nahm das Büchlein von der Hand des Engels und verschlang es und es war süß in meinem Mund wie Honig und da ich es gegessen hatte, grimmte mich's im Bauch. Und er sprach zu mir, du musst
abermals weissagen von Völkern und Heiden und Sprachen und vielen Königen. Also haben wir hier eine weltweite Botschaft, die jetzt kommen muss. Und zwar das Wörtchen abermals ist sehr wichtig, denn vielleicht, nachdem das Buch verstanden wurde, haben sie geglaubt, sie brauchen nicht mehr Weissagen. Jetzt, was könnte verursachen, dass sie nie wieder Weissagen brauchen? Die Wiederkunft Christi. Wenn Christus wiederkommt, dann braucht keiner mehr predigen über diese Dinge, denn dann ist es entschlossen, wer wohin geht. Ja oder nein? Aber hier wird gesagt, abermals Weissagen von vielen Völkern und so weiter. Gut, kommen wir mal ganz sicher. Jeremia 15, Vers 16. Dein Wort ward mir Speise, da ich es empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt. Also hier wird geredet, dass wir das Wort Gottes essen, internalisieren, verstehen. Ezekiel in Kapitel 3 sagt und sprach zu mir, du Menschenkind, du musst diesen Brief, diese Schriftrolle, den ich dir gebe, das Wort Gottes, in deinen Leib essen und dein Bauch damit füllen. Da aß ich ihn und er war in meinem Munde so süß wie Honig. Also das ist nicht was absolut Neues. Gott sagt, das Wort müssen wir essen. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, gehe hin zum Hause Israel und predige ihnen meine Worte. Also ganz deutlich. Wenn wir verstehen, was das Buch sagt, dann müssen wir es internalisieren und wir müssen es predigen. An wen? Viele Völker und Nationen und Sprachen und Könige. Weltweit. Eine weltweite Botschaft muss hier verkündigt werden. Aber warum war es süß und dann grimmig? Du musst abermals weissagen von Völkern und Heiden und Sprachen und vielen Königen. Weil vielleicht haben sie geglaubt, es ist für ewig vorbei, wir gehen nach Hause, Ruhe. Und dann kam Christus nicht. Und dann wurde dieser süße Gedanke, dieses süße Verständnis endgültig sehr grimmig. Es gab eine schreckliche Enttäuschung. Ist das fair von Gott? Ist das fair? Hat er es schon vorher mal gemacht? Ja, er hat es vorher schon mal gemacht. Und um einen bestimmten Grund. Hier sind zwei, die sind auf dem Weg nach Emmaus. Sie kommen gerade von einem Kreuz. Sie hatten eine süße Erwartung, die grimmig im Bauch wurde. Die süße Erwartung war, dass Jesus Christus aufstehen würde und sagen, ich bin der Messias und das Königreich kommt. Anstatt dessen hing er an einem blutigen Kreuz und die herrliche Erwartung wurde grimmig im Bauch. Und als sie noch so grimmig und traurig vor sich hin wandelten, kam ein Dritter und wandelte mitten unter ihnen und erklärte ihnen von den Schriften, wie es sein sollte. Und dann waren sie so fröhlich, dass sie, nachdem sie erkannt hatten, dass es Jesus Christus selber war, den ganzen Weg zurückgerannt sind, waren überhaupt gar nicht mehr müde und haben allen erklärt, Christus ist auferstanden. Wir hatten es verkehrt verstanden. Wieso hat Gott erlaubt, dass diese süße Erwartung grimmig werden sollte bei den frühen Christen? Wieso? Weil wie viele Brot- und Fischanhänger gab's, die zum Königreich wollten, ohne sich zu ändern? Wie viele gab's? Wahrscheinlich Tausende, Hunderttausende. Und hier ging es darum, um ein Volk zu haben, die eine Erfahrung mit Jesus Christus hatten. Sie haben Jesus Christus erlebt und sie haben gesagt, das ist mein Herr, ich weiß es, ich habe es studiert, sein Wort ist Wahrheit. Und jetzt hängt er am Kreuz, irgendwas ist verkehrt, ich gebe nicht auf. Und die Übriggebliebenen, die dann übrig blieben, die haben es ernst gemeint. Und die haben weiteres Licht empfangen. Aha, der Messias musste sterben, wenn er nicht gestorben wäre, wäre ich nicht erlöst gewesen. Und dann ändert sich das Bild.
Und so auch zu dieser Zeit. Von allen diesen, die erwarteten, dass Christus wieder kam, fielen sie alle weg. Und nur eine Handvoll, die diese Prophezeiungen wirklich studiert hatten und eine Herzenserwartung hatten, fingen an wieder zu studieren. Wo haben wir denn einen Fehler gemacht? Und dann wurde die Heiligtumslehre entdeckt. Die fantastischste Lehre in der Bibel. Wozu ist da eine Heiligtumslehre im Alten Testament? Wo ein Lamm geschlachtet wird, wo da ein gewaschenes, wo da ein Opfer ist, wo da ein Leuchter ist, wo da ein Brot ist, wo da ein Weihrauchaltar ist und alle diese Symbole sind in der Offenbarung. Ohne diesem Wissen von dem alten Zelt können wir Offenbarung gar nicht verstehen. Wir wissen gar nicht, wo wir zeitlich drin sind. Also die ganze Heiligtumslehre musste verständlich werden. Der Dienst Christo in der Erlösung. Tolles Studium. Und somit plötzlich, das Heiligtum muss wieder geweiht werden. Ja, das irdische Heiligtum hatte eine Weihung. Yom Kippur. Jesus Christus ging vom Heiligen zum Allerheiligsten. Es hat nichts mit der Wiederkunft zu tun. Und plötzlich ging das ganze Buch Offenbarung auf. Und es wurde verständlich. Und der Dienst Christi wurde verständlich. Und eine neue Botschaft ging an die ganze Welt. Jesus Christus, ich bin der Weg und die Wahrheit. Ich bin die Tür, ich bin das Tor. Wer durch mich kommt, wird das ewige Leben haben. Das Opfer, das Lamm, was geschlachtet ist. Johannes der Täufer hat gesagt, siehe das Lamm Gottes, das da wegnimmt die Sünden der Welt. Das Lamm steht für Jesus Christus. Die Wäschung, das Waschen, die Reinheit kommt von Jesus Christus. Und dann im ersten Raum, Jesus Christus, das Licht der Welt, Jesus Christus, das Brot der Welt, Jesus Christus, der Mittler, Jesus Christus, der hohe Priester. Eine fantastische Lehre. Wenn wir da reinkommen, die Gerechtigkeit Christi umzingelt uns und wir leben, weil er lebt. Also eine weltweite Botschaft, christozentrisch, Zeit des Gerichts, wir leben nach Yom Kippur. Bald kommt Christus. Genau wann, weiß keiner. Aber wir haben die Zeichen der Zeit. Also was muss nochmal geweissagt werden? Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Wir werden sehen, dass Schriftrollen im Alten Testament flogen durch den Himmel. Also eine Botschaft, eine biblische Botschaft muss weltweit verkündigt werden. Das ewige Evangelium, Erlösung durch Christus und wir müssen erlauben, dass er uns umwandelt. Der alte Mensch muss sterben, ich kann nicht in Sünde gerettet werden, ich muss von Sünde gerettet werden. Zu denen, die auf Erden wohnen, allen Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Völkern, muss also eine weltweite Gemeinschaft sein und sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen. Yom Kippur war Gericht. Jeder Jude wird das verstehen. Also wenn diese Zeit kam, das stand für das Gericht. Und wenn sie nicht mitmachen wollten, typologisch wurden sie abgeschnitten vom Volk. Und betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und Wasserbrunnen. Offenbarung 14, 6 bis 7. Nichts ist geschaffen, was nicht durch Jesus Christus geschaffen ist. Durch ihn sind alle Dinge, sagt die Bibel. Er ist der Schöpfer und der Schöpfer bekommt Ehre und Anbetung. Und darum halten wir Vorträge über Evolutionsthemen. Denn Christus ist der Schöpfer, oder ist die Wissenschaft richtig in diesem Sinne? Herr, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen haben sie das Wesen und sind geschaffen. Offenbarung 4,11. Also die Schöpfung, sehr, sehr wichtig. Es ist interessant, 1844, ein sehr interessantes Datum. Man liest es in der vorderen Seite von Darwin's Origin of Species, wo Darwin sagt, 1844 habe ich meine Lehre in die Welt hineingeschickt.
Und 1844 muss eine andere Lehre in die Welt gehen. Nein, Christus ist der Schöpfer dieser Welt. Also hier ist ein Krieg zwischen Wissenschaft und Gottes Gemeinde. Kein Zweifel. Man braucht Geduld dafür. Glaub's mir, man braucht viel Geduld. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Und sie glauben, was er gesagt hat, ist wahr. Es muss eine weltweite Bewegung sein, denn diese Botschaft muss an die ganze Welt gehen. Und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Dieses Reich Christi, wir sind vor der Tür, vor der Tür. Und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle diese Schrift bis auf die letzte Zeit. Wer predigt denn das? Welche Gemeinschaft predigt das Heiligtum? Wo das ganze Buch Offenbarung eine Heiligtumssprache ist. Welche Gemeinschaft predigt das? Welche Gemeinschaft sagt, wir müssen die Gebote Gottes halten? Welche Gemeinschaft sagt, Erlösung durch Jesus Christus und Jesus Christus alleine? Welche Gemeinschaft studiert durch die Bibel und sagt, wie wird was gemacht? Wie wird getauft? Biblisch, was ist korrekt? Welche Gemeinschaft sagt, wir haben kein Credo außer der Bibel? Welche Gemeinschaft sagt das? Müssen wir uns fragen? Und der siebente Engel goss seine Schale in die Luft und es ging aus eine Stimme vom Himmel aus dem Stuhl und sprach, es ist geschehen, bald passiert das, dann ist vorbei. Die Menschheit muss entscheiden. Das Gesetz Gottes, ist es ein Maßstab, der heute noch gilt oder gilt es nicht? Weil wenn ihr sehen wollt, wie es ist, wenn es nicht mehr gehalten wird, kommt, besucht mich mal. Komm, wohnt mal ein paar Monate bei mir. Werdet ihr ausfinden, wie das ist. Und ein anderer Engel folgte nach und sprach, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Wein der Hurerei getränkt alle Heiden. Fehllehren, die verbreitet wurden, müssen aufgedeckt werden. Diese Gemeinschaft hat eine Pflicht, das zu zeigen, was verkehrt ist. Denn wie soll ich wissen, was richtig und verkehrt ist, wenn ich nicht weiß, was verkehrt ist? Also eine Pflicht. Und ein dritter Engel folgte und sprach mit großer Stimme, so jemand das Tier anbetet. Wer predigt über das Tier? Nach Daniel ist Tier eine politische Gemeinschaft, ein Königreich und sein Bild, etwas, was ihm gleich ist, und sein Mahlzeichen auf der Stirn und seine Hand. Wer predigt das? Das sind Kapitel für sich, wir werden es behandeln. Offenbarung 13 kommt noch. Und die Wiederkunft Christi, alle diese Dinge. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Matthäus 28, eine weltweite Gemeinschaft. Anders geht's gar nicht. Also, welche Gemeinschaften sind weltweit? Und dann nicht nur das. Welche predigen alle diese Dinge, von wem wir geredet haben? Ist nicht so schwierig, um auszufinden. Also kommen wir schon mal. Sie halten die Gebote Gottes. Ist das biblisch? Gut. Sie haben das Zeugnis, welches Geist der Weissagung ist, und den Glauben an Jesus. Ist das biblisch? Ja. Entstand aus einer großen Enttäuschung. Biblisch oder nicht? Ja. Predigten eine Drei-Engel-Botschaft, biblisch oder nicht? Ja? Und ist eine weltweite Bewegung, ja oder nein? Ja. Also mit allen diesen Kennzeichen müsste ich doch entscheiden können, wer was und wo ist. Da ist nur eine Gemeinschaft, die passt, nur eine. Es war für mich sehr schwer, um das festzustellen, für mich persönlich, sehr, sehr schwer. Ich war römisch-katholisch. Ich war erst gar nichts, ich war Atheist, ich war geborener Katholik, dann Atheist, dann wieder Katholik, guter Katholik. Aber leider, das, was da gepredigt wird, steht nicht in der Bibel. Meine Mutter war Lutheranerin, soll ich Lutheraner werden? Was von all diesen anderen Dingen?
Hier ist eine Gemeinschaft, die ist in Deutschland. Kennt ihr dieses Gebäude? Kennt ihr das? Ja? Kennt ihr das? Das ist ein Hospital. Das ist eine Botschaft, die nicht nur den Geist stärkt, sondern auch den Körper, den ganzen psychophysischen Menschen. Ist doch logisch, dass man den psychophysischen Menschen total erreichen muss. Man kann in Rom sogar diese Gemeinschaft finden. Überall in der Welt, in der Schweiz, hier in Amerika, Hospitäler, Kirchen. Loma Linda ist eine riesen Stadt, nur voll von Adventisten, Universität, Hospitäler, riesen Organisation. Hier ist eine Apotheke ohne eine einzige Droge. Interessant, findet man nicht sehr leicht. Gesundheitsorte, hier das ist Fredheim in Norwegen. Ja, Gesundheits, eigene Bäckerei, Druckerei, Schule, eigene organische Farm. Naja, allerhand interessante Sachen, gute Sachen zum Essen. Kennt ihr die? Das sind Koreaner. In Korea kann man sie finden, überall in der Welt. Und die? Das ist Afrika. Und das ist mein Freund Noel. Noel ist so ein lieber Kerl, der ist so arm. Meine Güte, hier ist seine Familie, seine Frau, seine drei Söhne. Und das ist das Häuschen. Und da liegt man auf dem Boden, da gibt es keine Matratzen. Das sind liebe Leute, die meinen es ernst. Und ich bin froh, sie meine Freunde nennen zu können. Naja, in Afrika, da kommen sie beisammen, wenn die Zeit ist, anzufangen. Hier fangen wir an, wenn die Uhr sagt, wir müssen anfangen. Ich hatte hier einen Vortrag, den ich geben musste, und der fing 10 Uhr morgens an. Auf dem Weg dorthin, der liebe Noel, er fährt mich dahin und auf dem Weg trifft er eine alte Dame, die mit einem Sack läuft. Er hält das Auto an, steigt aus, redet erst eine halbe Stunde mit ihr, nimmt dann den Sack, trägt ihn die Treppe hoch, bleibt noch eine halbe Stunde weg, kommt, steigt ins Auto, fahren weiter, sieht er noch jemand, hält das Auto an, steigt aus, sagt Hallo, wie geht's und was weiß ich, der Schweiß tropft mir vom Kopf. Ich komme 11 Uhr in dieser Kirche an, kein Schwanz da, nicht eine Person. Ich dachte, meine Güte, wir sind eine Stunde spät, die sind alle weg. Der sagt, nein, die sind noch nicht da. Ich sage, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Endgültig, so um 12 Uhr kamen die Ersten da rein. Und dann kamen immer mehr und mehr und nachher standen sie draußen und drinnen und überall. Und so gegen 1 Uhr fingen wir an. Naja, da dachte ich, das schaffe ich doch jetzt nie. Was muss ich jetzt machen? Nein, jetzt fängst du an. Jetzt sind wir alle hier. Wir fängt an, wenn wir alle da sind. Ist doch eigentlich logisch, ne? Fängt an, wenn alle da sind. Und wann höre ich auf? Na, wenn es fertig ist. Ja, wenn es bis Mitternacht geht, so what? Dann schlafen wir ein bisschen länger morgen. Und dann hat er zu mir gesagt, du wunderst dich sicher mit deiner europäischen Einstellung, warum ich angehalten habe bei dieser alten Frau. Ich kann doch nicht vorbeigehen, wenn ich sehe, dass sie mit so einem schweren Sack läuft. Und wenn ich schon mal aussteige, dann ist das in meiner Kultur total schief, wenn ich nicht sage, wie geht es dir und wie geht es deinem Sohn und dem Sohn und dem Sohn und dann gehen wir in das, was weiß ich, für ein Register da hinein und dann erst kann ich fragen, kann ich dir helfen mit diesem Sack. So ist das in dieser Kultur. Und wenn man sich trifft unter der Sonne, dann muss man erst mal sich schön unterhalten. Naja, so ist es in Afrika. Und ich habe eben eine deutsche Natur, aber ich habe mich auch gewöhnt an die Afrika-Natur. Ich fühle mich wohl in beiden. Und ich weiß, dass ich am Anfang sehr geschwitzt habe. Aber diese Leute, die glauben genau das Gleiche, was ich glaube. Und nicht, weil ich es ihnen gesagt habe, sondern weil ich es schon geglaubt habe, als ich dahin kam. Und sie können mir viel beibringen. Tolle Hospitäler. Wenn ihr mal nach Afrika geht,
Dann frag mal bei irgendeinem Büro, wenn ihr krank werdet, wo sollt ihr hingehen? Irgendein Reisebüro wird euch sagen, geht nur nicht in die Afrika-Hospitäler. Da kommt ihr nur mit AIDS und was weiß ich raus. Aber hier ist eine Liste adventistischer Hospitäler. Da könnt ihr noch hingehen. Ja, so ist es weltweit. Sie sind gut bekannt für alle diese Dinge. So inmitten Afrika findet man sie unter einem Baum. Es ist eigentlich erstaunlich. Wisst ihr, dass da mal eine Sammlung war für ein neues Gebäude in Deutschland? Deutschland war mal auf 13. Sabbat Ding drauf. Und hier waren ein paar Schwarze unter einem Baum in Afrika und haben gesagt, oh, die Deutschen haben ein neues Gebäude nötig, da muss ich ja etwas Geld geben. Der weiß, unter einem Baum sitzen. Ist das nicht interessant? Ja. Und da sind Prediger, die ausgebildet werden. Das ist Helderberg. Das ist, wo ich wohne. Das ist das College da. Hier ist die Geduld der Heiligen. Hier sind die, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesu. Aber gleich wie es zur Zeit Noahs war, also wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. Denn gleich wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie freiten, sie ließen sich freien, bis an den Tag, da Noah der Arche einging und achteten nicht, bis die Sintflut kam und nahm sie alle dahin. Also wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes, Matthäus 24, 37 bis 39. Glücklicherweise war Gott so gut, um einen Unterschied zu machen zwischen Wahrheit und der Person. Denn da ist oft ein großer Unterschied. Habt ihr das schon mal gemerkt? Also eine Gemeinschaft, die Wahrheit hat, heißt nicht, dass alle heilig sind, die in der Gemeinschaft sind. Und darum haben wir zuletzt das Buch Laodicea auch studiert. Wann war das? Vorgestern. Wo wir gesehen haben, dass diese Gemeinschaft oft recht armselig ist und sehr eingebildet sein kann, obwohl es viele gibt, so wie in Israels Zeiten auch. Gott hat immer gesagt, ich habe mir noch 7000 zurückgehalten. Überall in der Welt findet man die süßesten Leute und man kriegt auch ab und zu einen blauen Fleck. Das muss man erwarten. Ich bin nicht Adventist wegen der Menschen. Ich bin nicht Adventist. Im Gegenteil, ich wäre wahrscheinlich schon 10.000 Mal abgehauen, wenn es deswegen wäre. Ich bin Adventist wegen der Wahrheit. Weil ich keinen biblischen Fehler finden kann in allem, was sie tun. Biblisch korrekt. Und Jesus Christus zentriert. Das ist für mich wichtig. Ich bin Adventist, weil Jesus Christus diese Lehre in der Bibel verkündigt. Darum bin ich Adventist geworden, aus keinem anderen Grund. Naja, zur Zeit Noahs wurde gespottet. Viel gespottet. Noah hat gewarnt vor einem Gericht, ja oder nein? Diese Gemeinschaft warnt vor einem Gericht. Meint ihr, es wird ihr besser gehen als Noah? Denke nicht. Es wird viel gespottet werden. Und Rücken zugekehrt und gelacht und abgehauen. Aber die Bibel sagt, darum geht hin, lehret alle Völker, taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und damit basta. Nein. Und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Es ist eine volle Botschaft. So enorm, wir können es nie begreifen. Aber wir können einen Anfang machen. Wir können studieren. Denn Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Zeit bis an der Weltende. Also heute Abend haben wir jetzt definiert, was die eine Seite ist und welche Botschaft sie hat. Hier ist die American Bible Society and Church Mission, ein Dokument, wo alle Glaubensgemeinschaften aufgezeichnet sind und wo sie in der Welt gegenwärtig sind. Und es gibt nur zwei Gemeinschaften, die weltweit verbreitet sind. Rate mal, welche beiden?
die römisch-katholische Kirche und die Siebentags-Adventisten. Jetzt wäre es interessant zu wissen, was sagt die römisch-katholische Kirche über Siebentags-Adventisten? Ist das nicht eine schöne Frage? Aber dafür müsst ihr warten auf einen anderen Vortrag. Denn heute Abend kann ich das nicht alles reinpassen. Also das ist nicht alles, was ich heute Abend gesagt habe. Ich habe nur ein paar Eigenschaften genannt. Aber was der wirkliche Krieg ist, wow, ein weltweiter Krieg, das wird was. Und der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme, und wer da will. Ja, freie Wahl, ist das nicht herrlich? Man braucht nicht, man kann Nein sagen. Der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Offenbarung 22, 17. Und bald kommt Jesus Christus wieder. Morgen Abend die Entstehung des Gegners, gleiche Zeit. Denn in dieser Endzeit zwei Gruppen gegeneinander. Wer wirkt wo? Die Gruppe, die heute Abend identifiziert wurde, tut es ganz offen. So wie heute hier. Videos sind da, die Botschaft ist da, es wird nichts versteckt, es wird öffentlich gesagt. Ich glaube, dass da nicht eine andere Gemeinschaft in der ganzen Welt ist, die ganz öffentlich auf einem öffentlichen Podium stehen kann und alle Glaubenspunkte, die sie haben, öffentlich verkündigen können und verteidigen können. Es gibt keine andere. Gibt keine andere. Und ich möchte euch einladen zu den nächsten Vorträgen. Denn wenn wir sehen, wie der Gegner raffiniert, hinter den Kulissen geheimnisvoll wirkt, denn die Bibel sagt, die Hure Babylons hat auf ihrer Stirn geschrieben was? Geheimnis. Und dieses Geheimnis muss entlarvt werden. Gefallen, gefallen ist Babylon, muss entlarvt werden. Denn ich muss zu den Menschen sagen, kommt aus ihr raus, mein Volk. Muss nicht die nächsten Vorträge verpassen. Jetzt geht's rum. Danke.